Sehr geehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu Teddy und Tries Dream Team Let's Plays. Die Let's Player ihres Vertrauens. Ja, magst du mich auch sagen? Geile Einleitung. Ja, ne? Ja, ich glaube, das machen wir jetzt immer. Seriösesten, so vertrauenswürdigsten. Und ja, wir haben die 70 Abonnentenmarke geknackt. Geknackt war schon richtig. Gekackt. das heißt, wir kommen der großen 100 immer näher. Und ich verrate jetzt schon mal, wir haben uns da ein richtig, richtig geiles Special ausgedacht, weil ich meine, heute macht man ja Special, ansonsten ist das schon komisch. Boah, es gibt ja auch Leute, die irgendwie auf einen Schlag berühmt werden. Super. Da ist dann immer so eine Sache, ich weiß nicht, wenn man so in der Woche dann 1000 Abos kriegt, so auf einmal, wenn man von irgendwem gepusht wird, was ich dann gar nicht abkann, sind dann irgendwie Leute, die dann trotzdem so für jede 100er Schritte noch Specials machen. Das ist dann. Ja. Aber bei uns ist die Gefahr ja nicht. Wir werden ganz, ganz langsam behutsam voranschreiten. Natürlich, wir werden ja auch irgendwie nicht gepusht. Und auf keinen Fall diese Tomatenköpfe killen können. Ja, ne, die hatten uns vom letzten Mal auch schon so Probleme bereitet. Ich glaube, da kannst du echt nur Trinken nehmen. Das geht doch nicht, das muss ja so gehen. Aua! Auf mich zu schlagen. Hm. Waren wir eigentlich letztes Mal im Shop, bevor wir gespeichert haben? Ja. Ja? Okay. Glaube ich zumindest. Wer weiß. Okay. Ja gut, wir müssen dieses Vieh killen. Ja, ich glaube auch. Mit deinen unglaublichen Angriffszauber? Ja, genau. Mhm. Du hast es erfasst. Such mal den billigsten. Zwei. Geh auf den Tomatenmann, genau, für die anderen brauchen wir das nicht. Dann lieber hier konzentriert auf. Ach komm! Oh, ich dachte gerade. 190 ist nett. Mhm. Kann man nicht meckern. Ich mag übrigens die Lanze. Ja. Ach ja, was gibt's denn so Neues, Try? Lass uns doch mal erzählen. Wir spielen Secret of Mana. Richtig. Neuerdings auch in HD. Nein. Warte mal, da, Tür. Gucken wir mal, was dort drin ist. Was es Neues gibt. Schwerter. Lebende Schwerter. Gute Frage, was gibt's Neues? Wir haben Secret of Mana ja letzte Woche gespielt. Ich habe jetzt noch 6 Videos auf der Festplatte. Gut. Nee, Quatsch. 7. Oh. Also für eine Woche hatte ich noch eigentlich, aber... Ach, Kevin! Immerhin ist das aber viel weg. Kevin ist doof. Das ist noch geblieben, das hat sich nicht geändert. Ja, Kevin ist irgendwie, also KI-mäßig... Ziemlich gut. Ich sag gar nichts mehr. Der hört uns zu, der Arsch. Das Arsch. Bonbon ist zu viel, na supi. Ja, okay. So, jetzt dürfen wir uns gerade wieder gegen den Tomatenmann... Nö, ich ignoriere den jetzt. Der kostet zu viele Magiepunkte. Ja, das ist echt so ein bisschen... vielleicht hätten wir uns irgendwo bei dem Kater mal mit Magie-Refillern eindecken sollen. Mm. Gibt's aber auch nur bei dem Kater, nicht wahr? Also da oben ist wieder ein Tomatenmann. Ja, Hauptsache die Schwerter irgendwie wegkriegen und dann so ein bisschen Erfahrung sammeln. Ungefähr so. Au. Guck mal, Kevin macht gerade ziemlich gut mit. Also auf jeden Fall mehr Schaden als ich. Ja, ich würde sagen... Wir gehen, oder? Weil Tomatenmann ist kacke. Richtig, Tomaten sind kacke. Dafür macht der Tomatenmann aber an sich auch keinen Schaden, ne? Stimmt. Fällt mir gerade mal so auf. Trotzdem allergisch gegen Tomaten, von daher. Der droppt ja nur die... Aua. Zombies. Mhm. Wo ist der Tomatenmann hin? Da hinten. Ich dachte, du hast... Und ganz ehrlich, solange der ja nur die Zombies droppt, ist der ja eigentlich relativ schlimm. Zum Leveln gar nicht schlecht. Aber wenn dann irgendwie so 3 von den Viechern noch einmal ankämen, das wäre dann... Nicht 3 so. Tomatenmänner oder 3 Zombies? Weil 3 Zombies... 3 Tomatenmänner. Ja, sollen wir denn jetzt mal gehen? Weil wir können jetzt ja gerne noch weiter. Ja, gehen wir. Tschüss. Gehen wir in die Mitte rein. Okay, ja, da waren... Ja, ich erinnere mich. Kevin verliert ziemlich schnell Energie. So ein bisschen. Ich überlege gerade, wie ist denn sein Verhalten momentan eingestellt? Müsste ja relativ defensiv eingestellt sein, oder? Befinden, das wollte ich nicht, Kevin. Gut, machen wir erstmal die Viecher hier weg. Sorry.
Top, try, drauf, top. Ne? Ich hab's. Achso, wo waren wir eigentlich letztes Mal? Das letzte Mal haben wir. Ja, hab ich hier hingespielt. Von Aquarium noch gehört, dass Victor irgendwie in Pandoria sein soll und noch nicht zurück ist. Der Arsch. Lässt sie einfach hängen. Und dann wird er wohl hier sein. Wir haben Heidi angesprochen. Richtig. Ganz durch Zufall sind wir dann nach 3 Stunden rumirren tatsächlich doch noch auf die richtige Lösung gekommen, die darin bestand, ein Skript auszulösen, das so gut versteckt war, dass man. Also ich glaube, wenn man mit dem Spiel nicht wirklich jeden einzelnen Protagonisten anredet. Och du Alter! Heilige. So, ich habe jetzt, wen heile ich denn jetzt am besten? Ich glaube, Kevin hält weniger aus als du. Ich glaube auch. Hat sich gelohnt, unglaublich. Ja. Gut, dann warten wir noch, bis jemand von uns ein bisschen mehr Schaden nimmt, also außer dir, und dann kannst du ja vielleicht mal so einen Heilzauber in die Runde hauen. Ja, ich kann ja meine Zauberpunkte auch ruhig verschwenden, ne, weil ich kann ja sowieso nur. Ach, da ist schon wieder so ein Tomatenkerlchen. Oh, ich krieg grad voll Lust auf Pizza. Wegen dem? Ja, wegen Tomaten. Ah ja. Oh, so ein richtig, ich hab daheim noch eine, hab ich glaube ich letzte Woche auch schon mal erzählt. Ja. Die habe ich jetzt inzwischen gegessen. Ja, aber ich rede hier auch nicht über Tiefkühlpizza. Echt Pizza? Steinofenpizza. Frisch gemachte Pizza. Richtig. So eine richtig, boah, so mit, boah, und so, weißt du? Boah. Ja. Soll ich heilen, oder? Kommst gleich auf die ganze Gruppe hauen, würde ich sagen. Wir sind jetzt zumindest zu zweit wieder voll und du hast auch wieder an der 100, würde ich schätzen. Ja. Ach, na, das hat sich ja gelohnt. Naja, was soll's. Hey, Kevin ist fast aufgeladen. So, könnte jetzt diese komische Klinge hier noch verschwinden, dann wäre es ja gar nicht so übel. Ja, danke. Dann also die Tomatenmänner ignorieren wir jetzt einfach, weil... Ja, ich will nicht den ganzen Zauber verschwenden, wenn irgendein ja, Boss die, kommt oder so. Besonders die Kampfzauber nicht. Ja. Also schon, besonders kaufen ja auch jede Menge auf und so viele haben wir nicht. Das ist gar keine Frage. Oben oder unten lang? Ich würde sagen, erstmal oben. Meine Räume sind ja meistens eh nicht so weiterführend. So. Später, ich würde sagen, aufs linke. Genau, Kevin. Stimmt, Kevin sitzt auch jetzt übrigens neben uns. Grüß mal die Zuschauer, Kevin. Hi! Ja, wir haben Kevin irgendwo in einem Kindergarten stehen sehen. Das war. Ganz ja, komisch. So ein kleiner Gnom. Hat behauptet, er wäre kein Gnom, aber wir haben ihn jetzt mal mitgenommen. Inzwischen glaubt er es auch, das finde ich gut. Ja. Ich glaube, der Kevin hat damit auch nicht. Oh, das ist ein Tomatenmann. Hat damit auch keine so wirklichen Probleme hier so, oder Kevin? Nö! Wobei, er ist genauso nervig wie im Spiel. Also, das muss man leider sagen. Aber wir haben ja so was. Laufe kapiere ich übrigens nicht. Wir haben eine ganz einfache Lösung für das Problem gefunden. Es nennt sich Alter Socke. Mit denen spielt er nämlich gerne. Komm, Kevin. Komm, brav, bei Fuß. Es war schwer, ihm das Spiel beizubringen. Man merkt es auch, er ist irgendwie noch schlechter geworden als vorher. Naja. Gut, ab und zu trifft er mal die richtige Taste. Aber das wird schon, Kevin, ne? Jo! Halt das Maul, du dumme Sau! Und schlecht so, ne? Erzogen wurde er schon, ja. Es ist ein Gnom, was erwartest du? Moment, Kevin, nicht nochmal. Du bringst mir jetzt mal ordentliche Manieren bei, ne? Natürlich. Zuckerbrot und Peitsche. Was macht das Vieh? Es hat mich rumgezogen. Aber ich hab's besiegt. Uah. Kommt denn der Zombie schon wieder her? Hat er sich nicht gerade aufgelöst? Ich weiß es nicht. Unheimlich. Komm, wir gehen. Ja. Kevin. 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 Ah. Kevin, noch einmal, es gibt keinen Bonbon. Jetzt komm. Komm, Kevin. Komm, der hängt da irgendwie. Danke, okay, Kevin. Jetzt. Man muss ihm halt ab und zu Manieren beibringen, ja. Deswegen, sorry für den Schlag, aber das hat Kevin verdient. Er heult auch nicht, das finde ich gut. So, und wo geht's dann hier lang? Diese Rauchwolken, das ist ekelhaft. Das ist wie in Cursed Mountain. In jedem Gebäude rauchen die. Ah, guck mal. Victor. Was haben wir denn hier? Victor. Punkt, Punkt, Punkt. Victor. Nix. Victor. Treptor. Ah, da ist jemand. Aber du. Also ich glaube, die sagen nichts.
Guck mal, der hat kein Gesicht. Haha. Sieht voll gay aus. Mhm. Wer bist du? Bist du Tantalus? Indeed. Und euch kenne ich auch. Du kannst Englisch. Oh, ich muss drücken. Sorry. Ich hab's jetzt angesprochen. Ihr seid diejenigen, die Tura besiegt haben. Das sind wir. Lass sofort Hark und Heidi frei und nimm den Fluch von den Leuten. Ach Gottchen, ihr macht mir Angst. Oh, meint ihr etwa diese Heidi, die mit den Zöpfen? Genau die. Exakt, ja, das ist er. Das ist er. Ich habe ihr die Lebenskraft entzogen, nun ist sie meine Sklavin im Lederanzug. Ich brauche die Energie der Menschen, sonst kann ich unmöglich die Mana-Festung reaktivieren. Und wenn es dann soweit ist, werden alle Menschen meine Sklaven sein. So wie dieser Zeitgenosse hier dumm, stumm und dient. Ist das Hagen? Es passt auf Hagen, oder? Ja, ich glaube. Es muss Hagen sein. Es ist Hagen. Sieht ein bisschen aus wie Son Goku. Nein. Nee, ne? Wie Hagen. Oh Gott, Hagen! Ihr könnt ihn also. Tura hat ihn mir geschenkt. Er ist ohne Erlaubnis in ihr Schloss eingedrungen. Er muss ein tapferer Soldat gewesen sein. So wie ihr, oder? Ho, ho. Es geht abwärts, glaube ich. Ja, ich warte eigentlich, dass was passiert. Oh, das Spiel entscheidet sich weiterzumachen. Das war knapp dran vorbei. Okay. Und jetzt werde ich euch die Lebenskraft entziehen. Der wollen sie also nicht auf die Stacheln aufspießen. Dann ist ja nett. Okay. Ja, geh mal hoch, ne? Was ist das? Was, Ich mag Augenpieksen. Okay, der Boss fängt das an, sich zu heilen. Das Erste, was er macht, ist, sich zu heilen? Jo, lass mal auf Augen gehen. Ich erinnere mich ein bisschen an... Ich weiß nicht. Ich treffe nicht. Wow. Das erinnert mich an Kid Icarus. An den Endgegner. Hm. Dieser Angriff auf jeden Fall. Jetzt mal ehrlich. Auge? Ach, jetzt geht's. Lalalala. Guckt aber ziemlich, exakt nach links. Meinst du, die Blickrichtung hat irgendwas damit zu tun? Keine Ahnung. Oh, es gibt der Böse. Musst du vielleicht die Pupille treffen und nicht das Auge an sich? Okay, ich treffe gar nichts. Das ging jetzt. Autsch. Hm. 4 Schaden. Oh Gott. Jo. Zaubern kann er auch? Ja, wir Aura. Nehmen hier Schaden und ich bin totally confused. So, was ist denn eigentlich mit dem Ding in der Mitte? Das heilt sich selbst. Ich kapiere das nicht. Warum heilt sich das dauernd? Ja, haben wir schon mal angegriffen? Ich weiß nicht, wir haben auf keinen Fall so viel Schaden gemacht. Komm, Kevin. Sobald ich drücken kann, so. Ich würde mal sagen, ja, Flächenzauber. Was? Flächenzauber? Oder? Ja, Hammer, Flammenbombe. Alle drei. Moment, so. Fratzenwand heißt das viel übrigens. Mhm. Man guckt ziemlich dämlich. Na, das war doch ja. Mal ganz... Aua, nett. Werde ich was dafür machen, das gerade nochmal? Nimm mal den anderen. Welchen? Den Juwelenregen. Okay. Ist spitz, weißt du, so Augen. War nicht schlecht, aber einer wurde einfach verfehlt. Oh, ist Auge zu. Auge zu. Auge zu, Affe tot, ne? Sagt man ja so. Hm. Nicht. Was machst du? Idee. Nein. Ah. Was willst du eigentlich machen? Uns mal. Achso, schützen. Aber das war ja defensiv, ne? Ja. Denke mir, das bringt vielleicht mal irgendwas. Außerdem kann ich dann wenigstens mal ein bisschen leveln. Jetzt ist das Ding wieder am Leben. Gut, dann mach ich nochmal. Ja, Juwelen. Auf beide. Auf alle. Auf alle meine ich. Das ist
müssen wir irgendwie beide Augen zukriegen oder so? Ich weiß es absolut. Okay, die Augen sind zu. Und jetzt? Beide sind zu. Und jetzt? Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf, los, geh auf. Ich will dich töten.